Ich habe meinen Harley Benton SC550-2 modifiziert. Was genau jetzt alles neu ist, ob und welche Probleme ich beim Umbau hatte und ob sich das Ganze überhaupt gelohnt hat, erfährst du im heutigen Video. Eine ziemlich preiswerte Gitarre kaufen und diese dann mit besseren Parts ausstatten, das hat schon seinen Reiz. Seit ich die SC550-2 Goto von Harley Benton habe, schwirrt der Gedanke in meinem Kopf rum. Und viele von euch wollten dazu ja auch gerne ein Video sehen. Die Gitarre an sich ist ja schon ziemlich gut, also Top-Bespielbarkeit, Goto-Hardware, Edelstahlbünde und so weiter. Die Schwachstellen waren hier eher bei der Elektronik, da wird bei günstigeren Modellen oft gespart, ist ja auch irgendwo verständlich. Dann die Tonabnehmer. Die Standard-Tesla-Tonabnehmer sind jetzt nicht schlecht, die sind sogar eigentlich ganz gut. Mir haben sie nur vom Klang jetzt nicht so zugesagt. Und dann noch ein Punkt ist der Sattel. Der ist in dem Fall aus Kunststoff und hier kann es auch Sinn machen, den zu tauschen. So, und was habe ich jetzt nun an meiner Gitarre verändert bzw. modifiziert? Für mich waren primär wichtig neue Tonabnehmer, da ich auf jeden Fall an der Bridge-Position mehr Output haben wollte. Die Standard-Tonabnehmer waren die Tesla Opus 1 in Zebra-Optik und ich habe mich jetzt für Tonabnehmer von Tone Rider entschieden. Und zwar das Generator Set. Hier muss ich mich beim Micha vom Kanal Old Guitar Hand für den Tipp bedanken. Ich habe seinen Kanal mal unten verlinkt. Er macht auch sehr viele Videos über Gitarrenmodifikationen, also schaut da gerne mal vorbei. Die Tonabnehmer von Tone Rider sind jetzt echt nicht teuer. Der Versand aus England kann nur ein paar Tage länger dauern. Manchmal gibt es sie auch bei Amazon, aber dieses Set gab es jetzt nicht bei Amazon. Ich habe mich in dem Fall wieder für die Zebra-Optik entschieden. Ich finde, das passt einfach sehr gut zu dieser Gitarre und man spart auch nochmal ein paar Euro. Dann, was natürlich ganz wichtig ist, ist das Tauschen der kompletten Elektronik. Da ich mir ein bisschen Zeit mit dem Löten sparen wollte und gleichzeitig auch eine sehr gute Qualität der Bauteile haben wollte, habe ich mich für ein vorverdrahtetes Kit von Mojotone entschieden. Ich habe so eins schon in meine Gibson SG eingebaut und habe da auch echt gute Erfahrungen mitgemacht. Klar kommt man deutlich günstiger, wenn man die Parts einzeln kauft und selbst zusammenlötet. Aber ich muss sagen, mir macht das ganze Löten echt nicht so viel Spaß und ich wollte da jetzt nicht so viel Zeit mit verbringen. Dann war da noch die Idee, den Sattel zu tauschen. Ich habe mich dann aber doch dagegen entschieden, da ich momentan einfach keinen Grund sehe, den zu tauschen. Die Gitarre ist nämlich ziemlich stimmstabil und ich glaube jetzt nicht, dass ein neuer Sattel mit einem anderen Material einen deutlich hörbaren Klangunterschied machen würde. Aber vielleicht mache ich das nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, wer weiß. Okay, also das sind die Parts, die ich eingebaut habe. Was du jetzt nicht vergessen solltest, ist meinen Kanal zu abonnieren, falls du das nicht schon getan hast. Vielen Dank dafür. Nun siehst du mal so ein bisschen den Ablauf im Zeitraffer. Also erstmal habe ich die Potis, die Klinkenbuchse und den Toggle-Switch ausgebaut. Dann kamen die Saiten runter, anschließend habe ich dann die Tonabnehmer demontiert. Nun habe ich schon mal die Klinkenbuchse und den Toggle-Switch verkabelt und eingebaut. Dann nach dem ersten Versuch, das Mojotone Wiring Kit einzusetzen, gab es auch schon das erste kleinere Problem. Die Bohrungen für die Potis waren zu klein. Soweit ich weiß, hatten die Bohrungen vorher an der Harley Benton Gitarre 8 mm. Ich musste die dann auf 10 mm aufbohren, damit die Potis von Mojotone da durchpassen. Das mit dem Aufbohren war jetzt kein großer Akt. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass da kein Lack abplatzt an der Gitarre. Das Ganze habe ich vergessen zu filmen. Dann ging es weiter mit den Tonabnehmern. Das ging alles glücklicherweise problemlos. Das Einzige, was etwas nervig war, ist, dass bei dem Mojotone Set keine Kappe für den Toggle-Switch dabei war. Die Kappe von dem alten Switch hat jetzt nicht gepasst, da die Bohrung bzw. das Gewinde zu klein war. Ich habe jetzt vorübergehend mal die schwarze Kappe von meiner Gibson SG drauf gemacht, damit das Ganze nicht so nackt aussieht. Dann gab es noch ein bisschen Pflege für die Gitarre. Ich nutze dafür sehr gerne das Daddario Instrument Care Kit. Kann ich nur empfehlen. Dann noch neue Saiten drauf, NYXL 1046 und schon ist der Umbau fertig. Bevor ich dir zeige, wie die Gitarre nun klingt, noch eine kleine Anmerkung. Das Mojotone Wiring Kit ist standardmäßig im 50s Wiring verkabelt. Dadurch hat man erstmal keinen klanglichen Unterschied, solange man den Ton- und Volume-Regler komplett aufgedreht hat, also auf 10 stehen hat. Wenn man aber den Volume-Regler an der Gitarre dann etwas zurückdreht, merkt man, dass man keine Höhen verliert
und der Klang schön klar bleibt. Außerdem funktioniert der Tone-Regler etwas anders, sobald man den Volume-Regler etwas runterdreht. Also er macht jetzt den Klang nicht direkt dumpf, also er beschneidet nicht direkt die Höhen, sondern es werden erstmal die Mitten etwas reduziert. Mir gefällt das ganz gut, da ich viel und gerne mit dem Volume-Regler an der Gitarre arbeite und ich kenne das Ganze ja auch schon von meiner Gibson SG. Also hier ein paar Soundbeispiele, wie die Gitarre nun klingt. Natürlich war ich so clever und habe daran gedacht, vorher noch ein paar Soundbeispiele mit der Gitarre aufzunehmen, also im Originalzustand, um einen besseren Vorher-Nachher-Vergleich zu haben. Also die Amp-Settings sind komplett gleich. Ich habe den Amp One benutzt im Classic Channel und ich spiele auch dasselbe Riff. Hier nochmal ein Vergleich mit dem Volume-Regler, wenn ich ihn nach und nach runterdrehe. Yeah.
So, und hat sich das Ganze jetzt gelohnt? Für mich absolut. Die Tonabnehmer sind echt klasse, muss ich sagen. Der Bridge Pickup hat, wie erwartet, natürlich deutlich mehr Output, also perfekt für Sounds mit mehr Verzerrung. Und insgesamt klingt die Gitarre deutlich klarer in den verzerrten Sounds. Es ist weniger matschig und hat mehr Höhen. Und das 50s Wiring macht echt Spaß. Also man hat dadurch einfach noch mehr Einstellmöglichkeiten an der Gitarre selbst. Meine Vermutung ist jetzt aber auch, dass selbst das Tauschen der reinen Elektronik schon einen großen Unterschied gemacht hätte. Die Tesla-Tonabnehmer sind nämlich jetzt wirklich nicht schlecht und die sind auch im selben Preisbereich wie die Tone Rider-Tonabnehmer. Also ich denke, die hochwertige Elektronik macht hier einen großen Unterschied. Ich bin da jetzt aber auch kein Experte, also wenn du da Ahnung von hast, dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Generell hat mir dieser Umbau sehr viel Spaß gemacht und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Also es macht Sinn, wenn du schon ein bisschen handwerkliches Geschick hast, aber ansonsten findest du alle Anleitungen, Infos und Diagramme bzw. Schaltpläne im Internet. Und wie gesagt, vielleicht tausche ich auch irgendwann nochmal den Sattel. Falls ja, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls du es nicht schon gemacht hast, und dem Video ein Like zu geben, falls es dir gefallen hat. Und wenn du noch Lust hast, dann schau dir doch gerne ein weiteres Video auf meinem Kanal an. Hier findest du ein paar Vorschläge.